Kunst und Verlauf. Die Feierstunde hat geschlagen. Es ruht die geübte Hand. Nach harten, arbeitsreichen Tagen durch Stolz der Richtbar nun ins Land. Und stolz und froh ist jeder heute, der tüchtig mit der Markt gebaut. Es waren wackere Handwerksleute, die fest auf ihre Kunst vertraut. Drum wünsche ich, so gut ich kann, so kräftig wie ein Zimmermann, mit stolz emporgehobenem Blick, dem neuen Hause recht viel Glück. Wir bitten Gott, der in Gefahren uns alle Zeit zur Treue bewahrt, er möchte das Bauwerk wie bewahren von Noten, Schaden aller Art. Schon selber einen Zweck. Nun nehme ich vor, das Glas zu Hand, gefüllt mit Wein bis an den Rand und mit den feurigen Saft der Reben für jedermann die Ehre geben, wie sich der alten Brauch gebührt, wenn so ein Bau ist ausgeführt. Das erste Glas der Bauherrschaft, hoch soll sie leben. Hoch, hoch, hoch! Hoch. Hoch. Das zweite Glas dem Architekten. Hoch soll er leben. Hoch, 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 hoch. Nun brauchte man zu allen Zeiten nicht nur den Kopf, sondern auch die Hand, sondern noch ein Hoch den Zimmerleuten, zu deren Kraft der Bau entstand. Hoch sollen sie leben. Hoch, 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 hoch. Nun ist das Glas wohl ausgeleert und fühle mich weiter nichts mehr wert. Nun schmeiße ich es zu Boden nieder, der Schmetter braucht es keiner wieder. Ja, ist für ihn. Ja. Ja. Zum Schaufen bedeutet Glück und Segen der Bauherrschaft auf allen Wegen. Dankeschön. Jetzt darf ich das.